YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ja, ich bin wieder back auf meinen Video-Grind. Das bedeutet für euch, jetzt kommen wieder regelmäßig Videos. Falls ihr das letzte Sneaker-Unboxing mit Kelly Kayo und Sanch verpasst habt, dann schaut hier rechts oder unten in der Beschreibung vorbei. Da verlinke ich euch das Ganze. Und vielleicht wird sich der ein oder andere fragen, Patrick, was ist das hier für eine Location? Ja, ich bin umgezogen. Das bedeutet natürlich auch, dass meine alte Kulisse nicht mehr vorhanden ist. Und ich bin momentan dabei, eine neue aufzubauen. Und bis die noch nicht fertig ist, müssen wir uns leider mit diesem weißen Hintergrund aus meinem Büro zufrieden geben. Ich versuche natürlich, das Ganze so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, sodass wir wieder die alte bzw. eine neue, noch bessere Kulisse zur Verfügung haben. Bis dahin hoffe ich natürlich, dass sie mir trotzdem treu bleibt und die Videos auch mit weißem Hintergrund weiterverfolgt. Genug gelabert. Ich würde vorschlagen, wir kommen zu dem eigentlichen Video von heute, nämlich das Monthly Pickup Video. Und eigentlich lohnt sich dieses Video fast gar nicht, denn wirklich viel habe ich mir nicht gekauft. Meine ganze Zeit, meine ganze Kapazität, aber auch vor allem mein ganzes Geld ist eigentlich in diesen Umzug geflossen, sodass nicht wirklich viel für Kleidung übrig geblieben ist. Nichtsdestotrotz sind ein paar Sachen zusammengekommen, die ich euch in diesem Video zeigen möchte und den Anfang macht die schon häufiger gezeigten T-Shirts von Uniqlo. Die trudeln fast monatlich schon bei mir ein. Das sind diese Basic T-Shirts ohne Print, die gerade mal 5,90 Euro kosten in verschiedenen Farben. Wie immer, falls die einzelnen Artikel noch verfügbar sind, sind die unten in der Beschreibung verlinkt. Ich habe jetzt hier ein weißes als Vorzeigeexemplar. Ich habe mir die nochmal in Schwarz, in Grau und in Beige gekauft. Sind einfach gute Basic T-Shirts, die ich euch ans Herz legen kann. Machen wir weiter mit Taschen. Und zwar wissen vielleicht einige von euch, dass momentan so meine Go-To-Tasche dieser Rucksack hier von Pingpong ist. Den verwende ich eigentlich für den Alltag, wenn ich hier ins Office fahre oder einfach mein MacBook transportieren möchte, dann ist das so das Ding, was ich verwende. Und jetzt habe ich hier noch zwei neue. Einmal diesen hier, die etwas größere Variante, wo noch mal ein bisschen mehr reinpasst. Kostenpunkt hier liegt bei 180 Euro. Also definitiv preislich ein bisschen höher, aber von der Qualität auch wirklich on point. Die Dinger haben überall Taschen, was mir persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt. Man hat genug Stauraum, beispielsweise für Kamera, für Laptop oder für irgendwelche Klamotten, die man sich unterwegs mal gönnt. Und für mich bedeutet das einfach, wenn dieser hier mal nicht ausreicht, habe ich jetzt quasi den hier, wo ich einfach nochmal ein bisschen mehr Stauraum zur Verfügung habe. Habe ich jetzt, glaube ich, dreimal gesagt. Und das Coole bei den Dingern ist einfach, dass sie aus 100% recycelbarem PET-Material bestehen. Das bedeutet, wenn man sich so ein Ding kauft, tut man auch nochmal ein bisschen was Gutes für die Umwelt. Und wer sagt, schwarz ist nicht so meins, ich will ein bisschen was Auffälligeres, auch die Dinger gibt es in wirklich mehreren Farben. Checkt einfach mal die Website aus oder die Links unten in der Beschreibung. Wie gesagt, ich verlinke euch die einzelnen Produkte, die ich euch hier in diesem Video zeige. Und die zweite ist diese Duffelbag, ebenfalls von Pingpong, wo ich eigentlich momentan meine Kamera, mit der ich gerade am Film bin, die ich da transportiere. Ist wirklich ultra praktisch, dieses Ding. Ich benutze das wirklich fast täglich. Wenn man hier mal reinguckt, ist, wie bereits erwähnt, meine Kamera drin. Aber auch anderer Stuff passt hier rein. Irgendwelche Schuhe, beispielsweise, wenn ihr vielleicht ein zweites Outfit, warum auch immer, mit irgendwo hinnehmen wollt, dann ist dieses Ding wirklich das Beste. Euer bester Begleiter, meine Freunde. Kostet hier 90 Euro, also ein bisschen günstiger als der Rucksack, den ich euch gerade gezeigt habe. Auch hier mehrere Farben verfügbar. Mit dem Outfit sehe ich da auf jeden Fall aus wie so der ein oder andere Bankräuber, wenn ihr versteht, was ich meine. Scheiße, da ist meine Kamera drin, was mache ich hier? Und das Coole ist auch noch zusätzlich, dass ich ein Gewinnspiel für einen dieser Rucksäcke hier auf die Beine stellen konnte. Das bedeutet, ihr habt die Chance, einen von diesen Rucksäcken zu gewinnen, der dann auch euch nach Hause geliefert wird. Was ihr tun müsst, um an diesem Gewinnspiel dran teilzunehmen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr folgt mir auf Instagram, was die meisten von euch eh wahrscheinlich schon tun. Ihr folgt den Jungs von Pingpong auf Instagram und ihr schreibt unter dieses Video als Kommentar euren Instagram-Namen, damit ich dort einen Gewinner aussuchen kann und dann letztendlich auch verfolgen kann oder kontrollieren kann, ob er uns wirklich auf Instagram folgt. Eine Woche lang geht dieses Gewinnspiel, das bedeutet, in diesem Zeitraum, ich blende das hier nochmal ein, könnt ihr euch für dieses Gewinnspiel registrieren und einen wunderschönen Rucksack
gewinnen. Einen Schuh hätte ich noch, und zwar diesen Agnes-Sneaker, den der ein oder andere von euch vielleicht schon aus dem letzten Sneaker-Unboxing kennt. Das gute Stück hat 390 Euro gekostet. Gefällt mir vom Design auf jeden Fall richtig gut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der ein oder andere von euch sagt, Patrick, was zur Hölle hast du dir dafür einen Sneaker gekauft? Weil das ist halt wieder so ein ugly Schuh, dead Schuh. Aber schreibt mir mal gerne wirklich eure ehrliche Meinung zu diesem Sneaker unten in die Kommentare. Vor allem, ob ihr euch eher diesen hier oder den Balenciaga Triple S zulegen würdet. Was ist euer Favorit? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, das war's wirklich, was ich mir in den letzten anderthalb Monaten bzw. zwei Monaten im Bereich Fashion gekauft habe. Leute, ich glaube, mittlerweile habe ich meine Shopping-Sucht wirklich unter Kontrolle, wobei ich jetzt mein Geld für Möbel ausgebe. Ja, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist, sei mal dahingestellt. Ansonsten, was ich euch auch noch gerne vorstellen würde, ist mein neues Handy, denn ich habe jetzt ein iPhone X bzw. ein iPhone 10. Für diejenigen, die mir auf dem Vlogging-Kanal folgen, die wissen das bereits. Und zusätzlich habe ich mir da die EarPods gekauft, die ich euch wirklich wärmstens ans Herz lege. Nähere Informationen da, wie bereits erwähnt, auf dem Vlogging-Kanal. Freut euch wieder auf regelmäßigen Content hier auf diesem Kanal. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! Ja, bitte?